Wie konstruieren wir ein Generationenschiff, das zu anderen Sternen reisen kann? Jede einzelne Komponente daran muss weit höhere Anforderungen erfüllen als alles, was wir bisher je gebaut haben. Wir blicken heute zunächst auf Antriebe und Schilde, in der nächsten Episode dann auf Lebenserhaltung, Wartung und künstliche Gravitation. Bauen wir es doch einfach mal. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Wir haben in der ersten Folge zur Reihe, die ihr mit einem Klick oben rechts nochmal sehen könnt, herausgefunden, dass eine minimale Crew von 400 Personen für eine interstellare Reise über mehrere Generationen notwendig sein wird. Dafür ist ein Raumschiff von etwa 100 Millionen Tonnen Masse notwendig, den Treibstoff nicht mit eingerechnet. Die 100 Millionen Tonnen sind ein Schätzwert für einen moderat großen Stanford Taurus mit ausreichend Lebensraum und Schilden. Teilweise werden auch unsere Treibstoffvorräte als Schildmaterial dienen. Zum Stanford Taurus sagen wir in der nächsten Episode mehr. Um das gleich wieder anfangs ganz deutlich zu machen, wir können so ein Schiff aktuell und auch in den nächsten 100 Jahren nicht bauen. Es ist gleichwohl ein spannendes Konzept, welches wissenschaftlich in unzähligen Aufsätzen und Büchern diskutiert wurde. Wir geben euch einige besonders relevante Links in der Videobeschreibung. Wichtig ist, dass alles, was wir planen, auch im Rahmen der anerkannten Physik denkbar sein muss. Überlichtantriebe, Tachyonenraketen, Wurmlöcher, Gravitationsgeneratoren und ähnliches klammern wir also aus. Jetzt aber. Wir wissen aktuell noch recht wenig über den interstellaren Raum zwischen den Sternen. Ein Lichtjahre großes, aber finsteres Vakuum. Das ist so nicht ganz richtig. Das Vakuum zwischen den Sternen ist keines. Es gibt eine geringe Menge an Teilchen. 99% davon sind Wasserstoff und Heliumgas, Protonen und etwa 1% andere Teilchen, winzige Partikel kosmischen Staubs. Dazu gibt es kosmische Strahlung und natürlich die elektromagnetische Strahlung der Sterne. Das gibt uns zwei Informationen für unsere Reise. Zum einen ist die Energiedichte im interstellaren Medium wahrscheinlich zu gering, um sinnvoll Treibstoff oder andere Ressourcen daraus zu gewinnen. Das bedeutet, dass wir alles, aber auch wirklich alles, was wir für unsere Reise und unsere Ankunft benötigen, aus unserem Sonnensystem mitbringen müssen. Zum anderen gibt es dort draußen immer noch genug, was unserem Schiff schaden könnte, sei es in Form von Einschlägen oder hochenergetischer kosmischer Strahlung, welche das Leben auf dem Schiff bedroht. Es sind daher diverse Schilde notwendig, die natürlich in sich wieder die Masse des Raumschiffs erhöhen werden. Betrachten wir zunächst Antriebe für ein Generationenschiff. Ein Antrieb, der ein 100 Millionen Tonnen Schiff auf akzeptable Geschwindigkeiten bringt, ist eines der schwersten Probleme für interstellare Raumfahrt. Und mit schwer meinen wir massereich. Nahezu alle Antriebe nämlich unterliegen sklavisch der Tsiolkovsky-Gleichung, die auch als Raketengleichung bekannt ist und vom russischen Wissenschaftler Tsiolkovsky 1903 entwickelt wurde. Tsiolkovsky ist übrigens auch der Vater der Idee der Weltraumaufzüge, zu denen wir schon nächste Woche ein eigenes Video machen werden. Ohne zu sehr auf die Mathematik einzugehen, will ich die Formel kurz vorstellen. Sie ermittelt Delta W, Delta V, den Unterschied zwischen Anfangs- und Endgeschwindigkeit eines Raumschiffs. Relevant sind für uns drei Werte. Die Startmasse, M0, also die Gesamtmasse des Raumschiffs inklusive Treibstoff. Die Endmasse, M1, die Gesamtmasse des Raumschiffs abzüglich des ausgestoßenen Treibstoffs. Und schließlich VE, die Geschwindigkeit, mit der wir Masse aus unserem Triebwerk ausstoßen können. Insgesamt haben wir Delta V ist gleich Ausstoßgeschwindigkeit multipliziert mit dem natürlichen Logarithmus von Gesamtmasse geteilt durch Restmasse. Delta V muss für uns sehr hoch werden. Wir wollen 10% der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Real aber entspricht das einer Reisegeschwindigkeit von lediglich 5% c, denn wir brauchen die Hälfte unseres Delta W zum Abbremsen am Ziel. Es gibt eine Unzahl von Online-Rechnern zur Raketengleichung. Wir stellen aber schnell fest, dass wir entweder eine vollkommen absurde Menge Treibstoff bräuchten oder aber extrem hohe Ausstoßgeschwindigkeiten erreichen müssten. Die Tsiolkovsky-Gleichung zeigt uns auch, dass chemische Antriebe vollkommen ungeeignet sind. Um ein Schiff von der Masse eines Space Shuttles in knapp 1000 Jahren nach Alpha Centauri zu bringen, bräuchte ich eine chemische Treibstoffmenge von 10 hoch 137 Kilogramm. Und das ist viele Größenordnungen mehr als die gesamte Masse des beobachtbaren Universums. Chemische Antriebe scheiden damit aus und so kommt aktuell genau ein einziger Antrieb in Frage. Ein nuklearer Pulsantrieb, wie er im Projekt Orion geplant war, beziehungsweise in recht ähnlicher Form im Projekt Daedalus. Immerhin vorstellbar ist ein Fusionsantrieb, welcher erheblich effektiver darin wäre, die Energie des Treibstoffs, in diesem Fall Wasserstoff, zu nutzen.
Schließlich finden wir die effektivste Möglichkeit in der Nutzung von Antimaterieantrieben, welche allerdings noch hypothetischer als fusionsbasierte Triebwerke sind. Antimaterie ist unsäglich schwierig herzustellen und mindestens ebenso schwierig aufzubewahren. Allerdings könnte ein Antimaterieantrieb ohne Schwierigkeiten ein Delta-W von 10% C und auch erheblich mehr ermöglichen. Um mal zu sehen, wie weit wir noch von einem praktikablen Antrieb entfernt sind, können wir beispielhaft einen Blick auf Projekt Daedalus werfen. Das Schiff sollte durchschnittlich 10% der Lichtgeschwindigkeit erreichen, hatte eine Startmasse von 54.000 Tonnen, wovon 50.000 Tonnen Treibstoff und 3.500 Tonnen als Strukturmasse vorgesehen waren. Lediglich 500 Tonnen waren Nutzlast, mit denen es am Zielort Barnardstern ankommen sollte. Ankommen ist dabei relativ, denn ein Bremsvorgang war nie geplant. Das Schiff wäre in weniger als 70 Stunden durch dieses Sternsystem gerast. Projekt Daedalus wurde natürlich aus Kostengründen nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Es gibt tatsächlich einige Antriebe, die sich der Tsiolkovsky-Gleichung entziehen. So zum Beispiel ein Photonensegel, welches ich mit einem gigantischen Laser antreibe, zum Beispiel vom Mond oder dem L2-Lagrange-Punkt aus. Problematisch ist hierbei die mit der Distanz zunehmende Streuung des Lasers und natürlich die Tatsache, dass ich mit so einem Antrieb normalerweise nicht bremsen könnte. Zumindest bis zu einer Distanz von einigen tausend astronomischen Einheiten ist aber die zusätzliche Nutzung von Photonensegeln und damit eines Hybridantriebs vorstellbar. Welchen Antrieb auch immer wir entwickeln, wir haben stets das zusätzliche Problem, dass wir ja in Zukunft einen erheblich besseren Antrieb entwickeln könnten. Wenn ich ein Generationenschiff mit 5% C 20 Lichtjahre weit reisen lasse, wofür es 400 Jahre benötigen würde, ist es möglich, dass die Reisenden beim Eintreffen eine menschliche Kolonie vorfinden, welche dort bereits seit 100 Jahren existiert. Die Probleme sind also vielfältig. Gehen wir aber mal zur Vereinfachung davon aus, dass wir demnächst einen Fusionsantrieb entwickeln, welcher unser 100 Millionen Tonnen Schiff auf 5% C Durchschnittsgeschwindigkeit beschleunigen kann und der am Ende der Reise auch wieder abbremsen kann. Einige 100 Millionen Tonnen Wasserstoff müssten als Fusionstreibstoff eingeplant werden. Kommen wir zu den Schilden. Diese müssten auf mehreren Ebenen geplant werden. Wir müssen uns zunächst vor kosmischer Strahlung schützen, ionisierten Teilchen, meist hochenergetisch, welche unser Schiff im interstellaren Raum bombardieren. Unser Treibstoff eignet sich recht gut als Schutz, kann also außen positioniert werden. Noch effektiver ist ein Magnetfeld, quasi ein Schild im klassischen Sci-Fi-Verständnis. Ein Magnetfeld lenkt geladene Teilchen, Ionen ab und kann uns so vor kosmischer Strahlung schützen. Große Anteile des interstellaren Mediums sind nämlich tatsächlich ionisiert. Schließlich müssen wir uns auch gegen Einschläge von Staubpartikeln und Mikrometeoriten wappnen. Diese haben nämlich bei 5% der Lichtgeschwindigkeit eine ungeheure kinetische Energie. Bereits ein stecknadelkopfgroßes Steinchen würde mit der Wucht einer Explosion von 30 Tonnen TNT einschlagen. Ein Kilogramm schwerer Meteorit hätte die kinetische Energie von 2 Hiroshima-Bomben. Um dieser Gefahr zu begegnen, ist eine physische Barriere in Flugrichtung, etwa eine Beryllium-Platte von einigen Zentimetern Dicke und dem Gewicht von einigen tausend Tonnen notwendig. Beryllium ist deshalb so gut geeignet, weil es ein sehr leichtes Material ist, welches gleichzeitig über einen extrem hohen Schmelzpunkt und gute Elastizität verfügt. Ein perfektes Schildmaterial. Ob weitere Schutzmaßnahmen notwendig sind, etwa ein aktiver Schutz durch automatisierte Laser, welche größere Hindernisse ablenken oder zerstören können, bleibt so lange unklar, wie wir keine genaueren Erkenntnisse über den interstellaren Raum haben. Welche Form soll unser Raumschiff haben? Wie erzeugen wir eine künstliche Gravitation? Wie bewahren wir eine intakte Biosphäre? All dies sind Fragen für den dritten Teil der Serie, der schon sehr bald folgen wird. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir danken euch und unseren Patrons, insbesondere unseren drei galaktischen Overlords, Rico, Dimitar und Tobias, fürs Zuschauen und sagen in diesem Sinne 42. Speak.